So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rot und ich habe mir mal gedacht, ich werde mal ein bisschen irgendeinen Quatsch labern über irgendwelche Themen oder so. Mal gucken, was mir so einfällt, während wir hier weiterspielen. Ich glaube, wir gehen jetzt weiter unten lang. Mal gucken, was uns dort erwartet. Und ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Denn ich weiß nicht, ich meine, ich habe in den letzten Parts ein bisschen so übersteuert geklungen. Dass das Mikrofon meine Stimme halt zu laut aufnimmt. Und das ist ja nicht so toll. Würde ich einfach mal behaupten. So, was ist hier denn schön stark gegen Geisterchen? Natürlich viel Wind, ne? Ist ja logisch, ganz viel Wind produzieren, dann fliehen die Geister ja weg und dann sind sie tot. Ja gut. Aber Tauboga ist Level 30. Wie weit können wir jetzt eigentlich leveln? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Verdammte Scheiße. Ach, meine Nase, die tötet mich noch. Machen wir. Ja, okay, den sollten wir vielleicht nicht nach vorne machen im Geisterdings. Könnte schwer werden, aber mit einem Wasser-Pokémon sollten wir das locker schaffen. Wir gucken einfach mal hier rum, ob hier noch irgendwo Items liegen. Na komm. Irgendwo liegt doch bestimmt was. Na gut. War jetzt nicht so erfolgreich. Wir setzen wieder unseren altbewährten Schutz ein. Pokébälle sollten wir ja auch noch haben. Und in dem Haus hier können wir nicht rennen. Ja, schade eigentlich. Da liegt ein Item. Elixier. Ja, super. Ja, sollen wir gegen jeden kämpfen oder sollen wir einfach mal so versuchen durchzulaufen? Da liegt noch Aufwecker. Jetzt gleich müssen wir, glaube ich, sogar kämpfen. Ja. War klar, war klar. Buh, buhu, lass mich in Ruhe. Haha, voller Crass Rhyme und so. Oh Mann. Also, ich habe ja schon mal angesprochen, dass ich Livestreams machen will. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mir wurde bisher noch nicht weitergeholfen. Ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Obwohl, ich habe jetzt vor kurzem irgendwann mal Windows 8 installiert. Und seitdem habe ich es gar nicht mehr ausprobiert. Ich hatte das ja unter Windows 7, aber jetzt unter Windows 8. Vielleicht geht's ja. Ich sollte es vielleicht mal wieder ausprobieren. Mal sehen. Wäre auf jeden Fall eine coole Aktion. Und falls es dann nicht klappt, könnt ihr mir ja mal helfen, ey. Ohne Scheiß. Dann setzt euch mal mit mir in Kontakt über Facebook oder YouTube. Ist mir eigentlich egal. Könnt mich ja überall wo anschreiben, wo ihr wollt. Oder im Let's Play Forum. Was auch immer. Ist ja kackegal. Und dann könnt ihr mir mal helfen. Ist nämlich nicht alles so einfach. Also eigentlich ist es schon einfach, aber irgendwie will er das nicht verbinden. So, Akkuknarre! Los! Bisher kam noch gar nicht die Frage, was für ein PC ich überhaupt habe. Oh, verdammt. Wieder mal das iPhone nicht ausgemacht. Aber, ja, keine Ahnung, mit dem System kann man zum Beispiel auf, wie heißt die Seite denn nochmal? Faction One oder so? Faction One, das ist so ein Let's Player-Verzeichnis, da habe ich den zum Beispiel in meiner Beschreibung stehen. Des Weiteren, lass mich kurz überlegen. Ich könnte das ja auch mal, ich könnte ja mal eine Datei erstellen oder ich könnte das irgendwo mal hinschreiben auf meinem Kanal. Oder ich erstelle halt mit Google Docs. Wie das heißt, einfach eine Datei und. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Die Pokémon. Ach cool. Wurden geheilt. Yay! Könnte das dann ja. Halt so wie diese meine Spiele-Liste da, habe ich ja auch gemacht. Halt so ähnlich könnte man das ja gestalten. Und dann einfach oh, rechts in die Kanal-Links da reinpacken. Wo auch mein Facebook-Fanpage-Ding ist. Wäre ja ganz einfach, ne? So, Akkuknarre. Ach Mann, hau rein da. Los. Und das mit diesem Advents-Spezial. Ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Ich glaube, das wird doch nichts. Fehlen mir gerade jetzt im Moment die finanziellen Mittel zu. Ich hätte es echt gerne gemacht. Aber mal gucken, vielleicht kann man das irgendwie. Oder sowas ähnliches nochmal zwischendurch bringen, irgendwie. Ich meine, ich mache ja schon Top of Nerdy. Ist ja schon so eine Spezial-Aal-Reihe. Verdammt. Buh, 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 buh. Und.
Ja, ist halt schade. Ich hätte echt mega gerne gemacht. Ich habe schon Vorbereitungen getroffen, das Intro geplant gehabt und so weiter und so fort. Aber leider wird es anscheinend nichts. Zu meiner und eurer Enttäuschung wahrscheinlich auch. Aber vielleicht habe ich ja, finde ich ja doch noch was Kleines, was ich euch zumindest für Heiligabend oder so bringen kann. Ja, das war knapp. Hast du recht, Fräulein, mit den großen Augen. Warum kann man denn hier? Ich meine, wir könnten auch gleich mal ein bisschen ohne Schutz rumlaufen, um uns mal ein paar Geister-Pokémon zu fangen. So ist es ja nicht. Aber hier? Warum ist das hier so? Also ich hätte da ein Item versteckt. Auch wenn es eigentlich offensichtlich ist, aber. Warum nicht, ne? Hallo. Unten lang Item holen. Boah, hier gibt es echt so viele Items. Oh. Da ist die große Treppe. Ich glaube, wir sind jetzt gleich bei Knogger angekommen. Das wäre ja episch. Könnten wir ja mal direkt das Ding versuchen zu fangen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Aber man könnte es ja versuchen. Dun, dun. Dun, 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 dun. Das war mal Blubber ein. Yay. Ja. Mein Gott, mach's fertig. Und der liebe Files-LP. Ich weiß, ich rede oft über ihn, aber ich bin ihm auch eigentlich sehr nah. Also jetzt nicht in diesem Sinne, sondern halt wir skypen oft und so ein Zeugs. Der hat schon wieder einen neuen Abonnenten dazu bekommen. Freut mich echt. Der kann es echt gebrauchen. Und wo wir gerade schon bei anderen Let's Playern sind, finde ich erstmal genial, dass so viele in meine Gruppe reingekommen sind. Jetzt mal eben Facebook erwähnt. Habe ja meine Gruppe da gestartet gehabt. Finde ich geil. Werden immer mehr Leute pro Tag. 3 Leute oder fünf, ich glaube, heute sind sogar 5, 6 gekommen. Ist schon eine Menge gewesen. Aber ist geil. Und wo wir gerade bei anderen Let's Playern sind, ja, da gibt es ja ganz große Let's Player. Zum Beispiel. Hier gibt es da Gronkh, Sarazar, GLP, Debitor und so was alles. Die ganzen, sag ich mal, bekannteren Pizmeat oder so. Ja, wie meine Meinung dazu ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, die machen ihr Ding, ziehen das durch und sind damit sehr erfolgreich. Neidisch bin ich darauf jetzt nicht. Warum sollte ich darauf neidisch sein? Macht ja gar keinen Sinn. Okay, vielleicht könnte es doch Sinn machen, aber ich bin nicht neidisch. Da ich will alles selber schaffen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt von denen so. Keine Ahnung. Ich meine, wenn man mit denen in Kontakt treten könnte oder so, wäre es ja schon irgendwie nice. So könnte man mal zusammen zocken oder so. Aber so um Push betteln und so eine Scheiße, das meine ich schon mal gar nicht. Das ist ja total bescheuert. Wenn mich jemand anschreibt und ich dann da drinnen steht, könntest du mich pushen? Oder allein schon, wenn man mich anschreibt, in einer Privatnachricht zum Beispiel, und dann da drin steht, ja, du hast einen geilen Kanal. Der Teil ist ja noch super, aber wenn dann da drin steht, ich habe übrigens auch voll den geilen Kanal, zieh dir mal meine Videos rein, etc., etc., so Eigenwerbung, das geht mir dann schon ein bisschen auf den Keks. Und sowas sehe ich nach einer Zeit auch nicht mehr gerne. Das mal an dieser Stelle erwähnt. Ich meine, ich antworte zwar trotzdem und ich ignoriere es halt nicht. Und ja, eigentlich ist es eure Sache, was ihr schreibt. Irgendwann werde ich bestimmt anfangen, solche so eine Kacke zu ignorieren. Vor allem, wenn da nur Eigenwerbung drin steht. Ach, Mann, Mann, Mann. Aber ja, die machen ihre Sachen ganz gut. Ich hoffe, ich mache meine Arbeit hier auch ganz gut. Und ja, wie man sieht, kommt es ja gar nicht so schlecht an, mein Kanal hier. Und, wow, ich wollte gerade sagen, jetzt sollten wir vielleicht mal speichern. Ja, genau, 11 Stunden, tickt doch aus. Meine Fresse. Damit wir nämlich hier das Knogger fangen können. So, ich glaube, das war. Ach, egal. So, laufen wir einfach. Oh, verschwindet! Eindringlinge! Boah, ein Schritt noch. Gut, dass ich vorher noch gespeichert habe. Ein Geist. Kann es sein, dass ich erst diesen Geist-Detektor-Dingsbums da aus diesem
aus der Stadt da holen musste? Kann das sein? Ja, ich glaube schon, ne? Du bist entkommen. Ah, okay, ja gut. Stimmt, ich muss erst dieses, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Wie heißt es denn? Ja, identifizierbar. Leck mich am Arsch. Es ist auf jeden Fall ein Knogger und wir setzen jetzt nochmal Dings ein. Jetzt sind wir ganz umsonst hier hochgegangen. Wie blöd ist das denn? Und jetzt rennen wir mal ganz schnell nach unten. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wo man den Scheiß bekommt. Verdammt. Aber wir werden mal gucken, vielleicht finde ich es ja. Ja, ich habe einen geschützten Bereich betreten. Weiß ich, bin ich mir bewusst. Wo sind wir lang gegangen? Unten, ne? Gut. So. Schön ausweichen, nicht in Fallen tappen. Hier mal auch. Oh, wunderschöne Musik, oder Leute? Oh mein Gott, ey. Wie findet ihr das eigentlich, wenn man Minecraft-Let's Plays macht? Ich meine, ich mach's jetzt nicht. Gegen das Spiel selber habe ich nichts. Aber es bringt einfach zu viele Leute. Das ist jedem klar. Und trotzdem machen es immer mehr. Die ganzen Kiddies, die anfangen zu spielen, zum Beispiel, die bringen auch alle hier Minecraft-Let's Plays. Die meisten fangen mit Minecraft-Let's Plays an. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, ich habe zwar auch schon so irgendwas mit Minecraft gebracht, ist klar. Da mit 5XL da, was wir da vorhaben. Muss ich aber erst noch alles planen mit ihm. Und dann gucken wir mal, wie das alles klappen wird. Aber so richtig Minecraft-Let's Playen tue ich jetzt am Anfang zumindest noch nicht. Also, ja, warum sollte ich das auch machen? Minecraft, da kriege ich eh kaum Aufrufe mit. Ich meine, bin schon froh, dass ich hier ein paar Aufrufe kriege mit Pokémon und so ein Zeug, was ich alles mache. Ich bin ja noch relativ am Anfang meiner YouTube-Karriere, sage ich jetzt mal. Ich will es jetzt nicht zu überziehen hier. Ich meine, ist klar, kann sein, dass ich jetzt noch monatelang bei 300 Abonnenten bleibe. Aber kann ja auch sein, dass es nicht so bleibt. Kann ja auch sein, dass es weniger werden oder mehr. Man weiß es nicht. Werden wir mal zusammen sehen. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Nein, das nicht erlernen. Ja, Minecraft LP ist das. Ich meine, das bringt doch einfach nichts. Ich bin der Meinung, das bringt nicht viel. Später, wenn man mal bekannter ist, kann man sowas durchaus mal bringen. Aber jetzt in meiner Startphase sehe ich da keinen Sinn drin. Ich meine, jetzt demnächst irgendwann mache ich dann nochmal hier wunderschönes Zelda Let's Play. Aber zurzeit mache ich halt Pokémon. Und das mache ich auch erstmal fertig, das Projektchen hier, damit ich mal ein richtig längeres Projekt fertig gebracht habe. Denn Tony Hawk war ja richtig kurz, irgendwie 9 Folgen oder so. Leider nur 9 Folgen. Vielleicht bringe ich da nochmal so eine kleine Erweiterung. Mal sehen, dann schreibe ich natürlich den Titel Ende da weg. Aus dem letzten Part, der jetzt noch online ist. Oh Mann. Jetzt machen fertig da! Oh, warte mal, eben mal gucken. Achso. Oh. Aufmerksamkeit, Defizitsyndrom. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Tony Hawk ist kurzes Projekt gewesen, genau. Und ja, ich schaff's einfach nicht. Ich würde es gerne machen, mehrere Projekte nebeneinander, gleichzeitig. Aber irgendwie ist das verdammt schwer, wenn man nebenbei auch noch Sachen zu tun hat, dann noch. Verdammt, ich dachte, das wäre ein Professor von Eich. Verdammt! Oh Mann. Mann ho! Was willst du von mir? Schleimer! Ja, mein Mann. Es ist einfach nicht einfach. Es ist nicht einfach. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Könnte ich schon. Aber warum sollte ich's? Wenn ihr es wollt, dann schreibt's in die Kommentare.